Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich was ganz anderes für euch als das, was ihr von mir gewöhnt seid. Und zwar habe ich nämlich von Amazon die Blink XT2 Outdoor Indoor Smart Security Kamera zugeschickt bekommen. Und ich darf sie euch vorstellen, ich liebe sie jetzt schon. Ich habe ein bisschen reingeschnuppert und muss ehrlich sagen, bin super, super begeistert. Ich glaube, jeder von uns oder viele von uns wünschen sich so eine Art Smart Security System für sein Zuhause zu haben. Einfach zu wissen, was geht denn ab, wenn man nicht zu Hause ist, wer hat geklingelt oder wer hat in meinen Garten reingeguckt, solche Sachen halt. Und das kann man mit der Blink XT2 super, super selbst installieren, ohne irgendwie eine großartige Firma da jetzt ranzuholen. Den Amazon-Link zu dieser Kamera, den findet ihr unten in der Infobox. Wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für eine Technik-Mutti, so wie mich sucht zum Beispiel, oder ein Technik-Fati, das ist auf jeden Fall ein super Geschenk. Aber kommen wir jetzt zur Kamera, zur Outdoor-Indoor-Kamera. Ich werde sie euch auch gleich in der Funktion zeigen und vorstellen, aber zuerst würde ich mal sagen, schauen wir mal, ja, wie wir sie installieren. Ich zeige euch mal, was alles dabei ist. Also das sind auf jeden Fall mal die zwei Kameras. So schauen sie aus. Ganz klein und handlich. Da seht ihr auch einen Bewegungssensor. Und da ist natürlich die Linse, mit der gefilmt wird. Und wie ihr vielleicht hier an den zwei Punkten erkennen könnt, gibt es eine Two-Way-Audio. Das heißt, derjenige an der anderen Seite kann euch auch sprechen hören. Und kann aber selber auch was sagen. Das heißt, es ist auch ein Mikrofon und ein kleiner Lautsprecher integriert, was super toll ist und ja, einfach richtig nice. Dann gibt es dann zusätzlich, was ganz wichtig ist, dieses Sync-Modul. Das muss man anstecken und mit dem WLAN zu Hause verbinden. Das geht super, super einfach. Da hinten ist ein QR-Code, durch die Schritt-und-Schritt-Anleitung, die man mit der App macht. Also ganz, ganz wichtig, ihr braucht natürlich ein Handy und ein WLAN. Und dann funktioniert das. Aber ich glaube, heutzutage hat schon jeder WLAN und Handy zu Hause. Die Blink-App runterladen und dann den Sync-Modul konfigurieren. Und dann könnt ihr schon die Kameras nutzen. Ich zeige euch mal auch, wie das ausschaut. Die Kamera muss man nämlich mit Batterien, also bestatten. Die sind auch schon dabei, die werden mitgeliefert, was auch sehr praktisch ist, ne? Also Batterien rein und schon ist die Kamera voll funktionsfähig. Ihr habt aber auch hier so, seht ihr das, so ein USB, also ein Mini-USB, falls ihr sie anstecken wollt. Aber ich glaube, mit Batterie ist das am einfachsten. Ich habe jetzt das Sync-Modul an der Steckdose rangesteckt und werde es jetzt mit meiner App konfigurieren. Ich zeige euch, wie einfach das ist. Das ist auf jeden Fall mal die Blink-App. So schaut die aus. Und wir werden jetzt das Sync-Modul zusammen synchronisieren. Sie benötigen bla bla bla. Ja, WLAN ist an und so weiter. Jetzt muss ich den QR-Code scannen. Der ist auf der Rückseite. Ja, jetzt muss ich schauen, ob das genauso blinkt. Genau, macht es. Dann einfach ja und schon verbindet es sich. Ja, möchte ich verbinden. So, der letzte Punkt ist noch, dass die Kameras natürlich auch mit der App und mit dem ganzen System verbunden werden muss. Und das ist auch super, super einfach. Dazu nehmt ihr euch einfach die Kameras, macht die hintere Abdeckung runter. Und da ist auch so ein QR-Code. Und es ist auch super einfach. Ein Blinkgerät hinzufügen, plus, weiter. Und dann einfach wieder scannen. Und dann wird die Kamera schon gesucht und eingeführt. Und hier auch ein bisschen was über die Position erklärt, wie ihr das aufstellen sollt. Wirklich mega, mega gut. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr die Abdeckung auch wieder rauf machen. Die Kamera ist jetzt einsatzbereit und wir können sie verwenden und ich werde euch gleich zeigen, wie cool das Ganze ausschaut auf eurer App. So, wir haben jetzt die Kamera draußen installiert und ich zeige euch mal, wie das Ganze in der Live-Ansicht ausschaut. Die Michelle spielt ja unseren provisorischen Postboten. Da bin ich mal gespannt, wie das ausschaut. Schaut euch mal an, meine süße Michelle. Sie träumt. Und unsere Enten kennen. Moment. Michelle, kannst du mich hören? Ja. Wir kaufen nichts. Können Sie bitte wieder gehen? Okay, ciao.
Also ist das cool. Also, lieber Postbote, sind Sie bitte so nett und stellen Sie mein Paket vor die Tür. Danke vielmals. Okay, tschüss. Also war mega, ist das nicht mega cool? Ciao. Ciao. Tschüss. Sagt da nichts der böse Postbote. Das Coole ist, ihr könnt die Kamera natürlich auch indoor nutzen, als Haustierkamera, um zu gucken, ob euer Haustier denn brav ist. Wir werden jetzt gleich mal den Live-Test mit der Sophie machen. Sophie, bist du brav? Bist du ein braves Mädchen? Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir gehen jetzt mal und du bist jetzt ganz alleine hier, ja? Okay, tschüss, baba. Wir sehen jetzt die Sophie. Sie ist noch immer dort. Sollen wir eine kleine Nachricht aufnehmen? Ja. Sophie? Die denkt sie so. Sophie! Hallo! Komm zu Mama! Komm rauf! Sophie, komm! Sophie, geh mal Gassi! Sie ist tatsächlich brav! Man kann sich sogar mit dem Hund. Okay, jetzt juckt es gerade irgendwo. Sophie! Wie ihr Schwanz. Was macht sie? Sie erkundet jetzt ein bisschen. Das Zimmer. Oh. Sophie, geh runter vom Bett! Geh runter vom Bett. Lass mal den Pieper runter, oder? Ich lass den Pieper runter. Ja. Jetzt kommt der Kater runter. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Auf jeden Fall der Pieper, der die Treppen gerade runter geht. Das ist der Pief. Da denkt sie so, ey, meint sie mal. Ja gut. Ja gut, was nun? Der Pief miaut einfach. Sag mal Pief. Pief! 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 Piefi! Ja, was macht der jetzt? Ein bisschen catchen mit der Sophie. Okay, ja, jetzt wird's lustig. Boah. Jetzt richtig, jetzt nicht. Hallo, was ist da unten los? Sophie? Aber Dali. Aufhören. Ja, alles klar. Ihr seht schon, das ist auf jeden Fall eine mehrfach einsetzbare Kamera. Richtig, richtig cool. Die Kamera geht auch bei Dunkelheit, wenn es dunkel ist und jemand vor eurer Tür steht oder ihr quasi einen Raum beobachten wollt, der dunkel ist, dann geht das auch. Ich sag mal was zu Michelle. Hallo Michelle, warum springst du in deinem Bett? Ja, ja, ja. Das ist ja mal eine gute Kontrolle, ob ihr dann wirklich schläft. Nein, Scherz, ich will natürlich die Kinder jetzt nicht beobachten. Aber richtig nice, oder? Mega, mega, mega Quali. Super gut. Das ist auf jeden Fall mein Kind, wie ihr sehen könnt, ja. Gleich verrückt wie die Mutter. Man bekommt bei dir ja richtige Horror-Panik-Attacken. Gottes Willen. Hilfe! Ja, meine Lieben, wie ihr seht, ist die Kamera einfach richtig, richtig geil. Die hat so viele Funktionen, schaut so richtig cool aus. Und die Kamera hält wirklich alles, was sie verspricht. Ich zähle euch nochmal kurz alles auf. Two-Way-Audio ist da, man kann sich mit demjenigen unterhalten auf der anderen Seite über die App.
Dann hat die Batterie eine 2 Jahre Laufzeit. Das ist mega cool. Also, da müsst ihr euch mal 2 Jahre lang keine Gedanken drüber machen, ob die Batterie denn leer werden könnte. Dann HD Tag und Nacht. Perfekt, haben wir getestet. Dann ganz wichtig, ihr habt keine monatlichen Verträge. Das heißt, es kommen keine extra Kosten auf euch zu. Ihr könnt die Dateien sichern auf der Cloud und das kostenfrei. Ihr könnt auch einstellen, wie lange sie abgespeichert ist. Das Ganze könnt ihr dann in eurer App machen. Also richtig, richtig cool. Dann Bewegungsmeldung individuell einstellbar. Das ist auch wieder cool, dass ihr könnt es einstellen, dass jetzt nicht bei jedem Wind oder bei jedem Vögelchen, das vorbeitischt, jetzt die Kamera angeht und euch eine Nachricht übermittelt, sondern dass ihr wirklich Körpertemperatur einstellt und so weiter. Also mega, mega cool. Und sie funktioniert sogar mit Alexa, weil Blink ist eine Amazon Company. Das heißt, ihr könnt dann auch mit Alexa das Ganze bedienen, was ich richtig cool finde. Und ja, wie gesagt, ihr habt dann ein Smart Security System für euch zu Hause, was super schnell installiert ist, knappe 200 Euro kostet, also was wirklich wenig ist. Und ihr habt euch somit ein richtig cooles System für zu Hause installiert und ihr könnt besorgt einkaufen gehen, in den Urlaub fahren oder sonst irgendwas und euer Haus ist immer bewacht. Richtig cool. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall unter in der Infobox, den Amazon-Link werde ich euch da reinpacken. Einfach draufklicken, dann seid ihr schon beim Blink XT2 Kamera. Ich habe hier die mit 2 Kameras, es gibt aber auch noch welche mit 3 und 4. Also hier bleiben keine Wünsche offen. Und ich würde mal sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!